Moinsen! Ja, lang ersehnte Assassin's Creed 2 ist endlich da. Und ja, ich denke mal, jetzt freuen sich wieder einige. Es wurde ja so regelrecht gefordert, dass ich Assassin's Creed 2 weitermache und kein anderes Let's Play anfange. Und deshalb ist es jetzt da. So, wir drücken gleich mal Start. Ist klar. Ich starte die Aufnahme und schon klingelt das Telefon, ne? Ist immer supi. So, zwecks Ton. Wenn wieder irgendwas nicht stimmen sollte, Lautstärke oder sonst was, einfach in die Comments schreiben und dann ändere ich das. Ne, und weiter gibt's nix. Gut, das haben wir hier, alles Schönes. Extras, Optionen, was das ist, wissen wir alle. Zurück zu Windows wissen wir auch. Extras ist einfach bloß ein Trailer von Avatar. Müssen wir uns jetzt nicht reinziehen. So, wir gehen gleich auf Story und machen eine neue Sitzung. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, damals auf meiner Xbox 360. Was genau da passiert, weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch so einige Abschnitte, aber ich werde da jetzt nichts verraten, nichts spoilern, gar nichts. Wir spielen das einfach mal so, als ob ich das jetzt komplett blind spiele. Das durfte mir nicht schwerfallen. Gut, machen wir gleich neue Sitzung. Und Desmond? Nö, wir heißen ja nicht Desmond, ne? Natürlich nicht. Es könnte sein, dass das ab und zu wieder ruckelt, ne? Das haben wir ja aus dem ersten Teil schon gewohnt. Das liegt einfach mal daran, dass diese Spiele erstens meine Grafikkarte nicht unterstützen und zweitens Grafikkarten von Laptops sowieso nicht unterstützen. Und da ich einen Laptop habe, das Ganze hier mit Laptop mache, ja, könnte ein bisschen ruckelig werden. Ich versuche mein Bestes. Lassen wir uns überraschen, mal. Ich halte jetzt Mein mal die Name ist Fresse. Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt: Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern, zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Ja. Sehr spannend. Und man sieht schon. Hallo? Ach so. Ich dachte schon. Man kriegt schon mit, die Geschichte geht da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Ne? Beliebige Taste drücken, krieg hin. Ach, ey, guck. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los. Also Desmond hat ganz schön zugenommen, ne? Wenn du dir mal das Gesicht anguckst, der ist ganz schön breit geworden im Gesicht. Alter Falter. Im ersten Teil war er schmaler. So, was muss ich denn machen, Desmond? Tante? Ja, ich bin hier. Was hast du? Lucy, Finder, wo kommt das sag Blut was. her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor Sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir Dann? fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also Ja, ist ja bitte steig in gut. den Animus. Okay. Okay. Hast mich überredet. So, wieder zurück in den Animus. Ist ja nicht so, dass man da
erst war, ne? Der Animus ist schon sehr wichtig, wie man mitkriegt, ne? Wofür, weiß ich nicht. Vertraulich, das mit Miles, ja, so, super. Wieso? Spinge! Nochmal! Si, si, brava! Es ist ein Junge! Verdammt, bricht das Baby, oder? Oh, Liebling, es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Mhm. Ja, dann kämpfen wir mal, wa? Okay. Man muss auf die Farben da achten. Da wird jetzt nicht angezeigt, Taste A, B, X, Y. Es kommt auf die Farben an. Yes, wir leben! Ein paar kräftige Lungen. Ich denke mal, dass der Kleine da, dass wir und das jetzt wie sind. Wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Vinci. Ne, logisch. Ezio, genau, das sind wir. Dann, wir übernehmen jetzt die Rolle von Ezio. Und das ist eine neue Zeit, wie man schon gesehen hat, ne? Das ist eine andere Zeit, nicht so wie im ersten Teil. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Der geht doch. Los, Desmond. Desmenti, renne! So, wo langt hat er? Wohin? Und wir kommen hier wirklich raus? Bleib doch nicht stehen. Oh! Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Ja. Wie? Oh oh. Bleib bei mir. Oha! Hey, Sie haben hier nichts zu suchen! Öffnen Sie die Tür! Ich mache Meldung! Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole. Moment, ich komme. Hey, hier drüben. Ja, ich bin doch schon da. Du renn doch weiter. Was hier mal stehen bleibt, das ist ja wohl sowas von der Abwehr. Da sind sie. Lasst sie nicht entkommen. Wow. Okay. Heilige Scheiße. Mit der würde ich mich nicht anlegen. Kann ich da nicht so ein Schlagstück mitnehmen oder so? Dass sie wohl stehen bleibt, da muss ich hoch stehen bleiben, weil ich ja nicht weiß, wo die hin will. So, ich denke mal hier rein. Einmal Fahrstuhl fahren. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Aha, die hat mich abends in der Nacht das höre ich so beobachtet. Jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Du kleines Schweinchen. Du bist ja so eine ganz schlimme, wa? Hallo? Achso, ich kann gar nicht rennen. Vorsicht. Okay. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Alter, wer will hier arbeiten, oder? Ekelhaft. So, jetzt kann ich wohl auch rennen. So, einfach ihr hinterher, würde ich mal sagen. Ist das ein Animus? Boah, Tante, bremst doch nicht so schnell. Du weißt doch, ich kann nicht so. Wie viele gibt's denn davon? Bleib bei mir. Ja, ich bin noch hier. Sagt man Animusse oder Animi? Ja, stimmt. Was denkst du, Lucy? Was sagt man da eigentlich? Animusse? Warum brauchen die so viele? Desmond, halt einfach die Klappe. Warum? Ich rede so gerne. Der ist wie ich. Quatschen. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Ja, und nu? Moment. Beliebige Taste.
Er hat sein Adlerauge wieder. Komm schon. Ist auch falsch. Aber jedenfalls kann er schon mal auf 4 Tasten eingrenzen, ne? Ich hab keine Ahnung. Nein, ich hab keine Ahnung, Mann. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Oha. Oha. Verdammt viele Wachen, Tante. Och, nö. Gut, hauen. Den kann ich. Hau ihn einfach. Fallt doch einfach mal um, ihr Fuzzis. Alter Falter hier. Alter, Wrestling hier. Tante, den nehme ich, du nimmst den anderen. Tante, mach was. Bloß weil du deine schon fertig hast, jetzt muss ich hier alles alleine machen, weißt du? Die rennt jetzt da nebenher und guckt zu. Wow, also der ist mit Tats drauf. Kann man wirklich nicht meckern. So, wohin, Tante? Renn mal ein bisschen schneller jetzt hier. Ach so, Auto. Okay. Rein. Mensch. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Ich krieg wieder den Newton-Platz. Wir sind fast da. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Voll toll. Wo sind wir jetzt? Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. Ey, voll super. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Wo sind wir jetzt? Es gab einen Grund für die Flucht. Oder so eine Fabrik hier. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen... Sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Ein schwungvollen Gang hat sie drauf. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was denn? ABM jetzt hier, oder was? Nein, du hast mich in Aktion gesehen, ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, ist klar, er kann das nicht. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Na, das hat doch letztens auch gereicht. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ein bisschen Freude hier. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Oh, schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Oh. Vielen Dank. Na, da geht doch was. Lucy. Alter, wo sind wir jetzt? Was ist das denn hier? Lucy, du hast es geschafft. Wer Gott, ist das? Ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy.
Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Na, dann guck dir mal den Code an. Das ist, glaube ich, das falsche Wort für sowas, oder? Code? Das klingt falsch. So, also, hier ist irgendwie ein neues Büro. Der Typ da hinten, der ist irgendwie komisch. Da ist Lucy, hier ist, wie hieß sie, Rebecca, ne? Die scheint ja auch ganz in Ordnung zu sein, aber der Typ halt so ein bisschen komisch. Gut, in der nächsten Folge gucken wir uns alles an hier, was hier so ist und was wir machen müssen, ne? Und wie das weitergeht mit diesem Ezio. Gut, dann sage ich mal wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich bewerten nicht vergessen. Und dann bis denne dann.